Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Mitglieder und Kunden, die Volksbank Niederrhein ist bemüht, Straftaten, die zu ihren Lasten begangen werden, Stichwort Enkeltrick, andere Betrugsversuche natürlich im Keim zu ersticken. Deswegen freuen wir uns sehr, dass die Kreispolizeibehörde im Wesel eine Aktion aufgelegt hat mit Briefumschlägen hier, die bei größeren Bartransaktionen ausgehändigt werden und entsprechenden Fragen hier vorzubeugen und sie aktiv zu schützen. Wir freuen uns sehr, dass der Landrat des Kreises Wesel, Ingo Brohl, Ihnen jetzt diese Aktion vorstellt. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit der Kreispolizeibehörde Wesel ist es, Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zu verhindern. Der sogenannte Enkeltrick ist weit verbreitet, leider von hochprofessionellen Tätern. Deshalb müssen wir besser werden bei der Verhinderung. Wir sind stark in dem Bereich Prävention unterwegs. Die Geldinstitute haben sehr stark ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dieses Problem hingewiesen. Und wir unterstützen jetzt gemeinsam mit den Geldinstituten diese Arbeit, indem wir einen Geldumschlag haben, der dann zum Einsatz kommt, wenn es Verdachtsfälle gibt und der mit 6 einfachen Fragen dazu führen soll, diese Menschen aus dem Betrugsversuch herauszulösen. Und insofern freue ich mich sehr, dass die Volksbank Niederrhein hier als eines der führenden Geldinstitute diese Aktion sehr stark unterstützt und wir hoffentlich damit viele Menschen erreichen können und viele Versuche beenden können, bevor sie dazu führen, dass Menschen ihr Erspartes an hochprofessionelle Täter übergeben. Ein großes Dankeschön an alle Geldinstitute im Kreis Wesel, die die Geldumschlagaktion der Kreispolizeibehörde unterstützen. Ein besonderes Dankeschön an die Volksbank Niederrhein.